Wie häufig sind Blutgerinnseln während der Schwangerschaft? Die Entwicklung von Blutgerinnseln während der Schwangerschaft ist weder routinemäßig noch selten. Schwangere Frauen entwickeln sie gelegentlich und haben im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln. Frauen haben ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln während der Schwangerschaft, da sich die Durchblutung ändert, die bei Schwangeren auf natürliche Weise auftritt. Eine Frau kann während einer Schwangerschaft auch Blutgerinnsel aus der Vagina entfernen. Dies deutet oft auf Probleme mit der Schwangerschaft hin und kann einer Fehlgeburt vorausgehen. Gelegentlich entwickelt eine Frau während der Schwangerschaft ein Beinblutgerinnsel, das als Thrombophilie bezeichnet wird. Thrombophilie ist einfach ein medizinischer Begriff für ein Blutgerinnsel, das sich dort entwickelt, wo es nicht hingehört. Diese Gerinnsel bilden sich häufig in den Venen des Unterschenkels einer schwangeren Frau und verursachen Symptome wie Schwellung und Empfindlichkeit im betroffenen Bereich sowie Rötung der Haut. Wenn eine Frau ein Blutgerinnsel im Unterschenkel hat, spricht man von einer tiefen Venenthrombose. Diese Blutgerinnsel können behandelt werden, stellen jedoch ein ernstes Gesundheitsrisiko dar, da sie manchmal zu den lebenswichtigen Organen gelangen. Ein Beispiel für ein ernstes Gesundheitsrisiko, das durch Blutgerinnseln während der Schwangerschaft verursacht wird, ist eine Lungenembolie. Wenn eine Frau während der Schwangerschaft ein abnormales Blutgerinnsel entwickelt, besteht die Gefahr, dass es sich von seiner ursprünglichen Position löst und in ihre Lunge wandert. Wenn ein Blutgerinnsel den Blutfluss in der Lunge blockiert, spricht man von einer Lungenembolie bei einer Frau. Diese Blockade kann dazu führen, dass eine schwangere Frau Atemnot bekommt und sogar zum Tod führen kann. Manchmal gelangen Blutgerinnsel in das Herz oder das Gehirn eines Patienten, was ebenfalls lebensbedrohlich ist. Manchmal hat eine Frau während der Schwangerschaft Blutgerinnsel, die aus ihrer Vagina austreten. Dies ist oft ein Zeichen dafür, dass etwas mit der Schwangerschaft nicht stimmt. Zum Beispiel kann eine Frau diese Gerinnsel in Bezug auf eine Fehlgeburt passieren. In einigen Fällen tritt jedoch der Durchtritt von Blut und Blutgerinnseln aus anderen Gründen auf, wie ZB-Trauma oder Infektion. Thrombophilie tritt bei weniger als einer von 100 Schwangerschaften auf. Dies bedeutet, dass die meisten schwangeren Frauen sie nicht erleben. Wenn eine Frau den Verdacht hat, dass sie ein Blutgerinnsel hat oder Symptome davon hat, sollte sie sofort einen Arzt aufsuchen. Eine schnelle Behandlung von Blutgerinnseln während der Schwangerschaft kann das Risiko lebensbedrohlicher Auswirkungen verringern.